is ending, though few believe it. The Chaos Gods, the Dark Brothers, tire of their great game. Now, they seek to sweep the board clean with fire and blood. For centuries, the Empire has held firm against its enemies. Mankind has encountered no foe that steel could not tame, or whom walls could not hold. At least, that is what they taught. No one spoke of the ancient enemy now rising from beneath, and no one will be left to tell the tale. Unless you can stem the Vermintide. A trap! Look out! Hallo und willkommen zum nächsten Angespielt Humble Bundle Video. Und zwar spiele ich jetzt Warhammer, End Times und das letzte Wort weiß ich immer noch nicht, wie man es ausspricht. Vermintide. Ja, und wie ihr hört, ich habe mir Unterstützung gesucht, nachdem ich, da ist es jetzt gar nicht so, weil ich schon gemerkt habe, dass ich das Spiel nicht kann, sondern einfach, weil du gefragt hast und hey! Genau, ich habe das Spiel schon eine ganze Weile und ich mag das einfach sehr, sehr gerne eigentlich, nur ich habe keine Mitspieler. Ja. Also, ihr hört es vielleicht in der Stimme, ich spiele mit The Line. Hallo. Und du darfst heute erklären, was man hier macht, weil ich nämlich keinen Plan habe. Genau. Im Groben und Ganzen spielt es sich halt im Warhammer Fantasy-Universum zu den Endtimes ab. Das habe ich gerade schon Lumi kurz erklärt. Und es gibt, Lumi, kann ich mal kurz die Klassen vorstellen. Es gibt so Klassen oder Helden. Man sieht jeweils immer schon, welcher verfügbar ist. Es gibt den Hexenjäger, den habe ich jetzt gerade. Dann gibt es noch so eine Elfenbogenschützin, den Zwerg, den hat Lumi. Eine Feuermagierin und ein Ritter. Und es geht darum, das Gameplay dreht sich so ein bisschen darum, wie bei Left 4 Dead durch die Level zu kommen und bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Je nach Level. Und am Ende gibt es dann noch Belohnungen für das Schaffen der Level. Genau, und die einzelnen Klassen haben unterschiedliche Waffen. Ich habe hier zum Beispiel so eine Pistole. Bam, bam, bam. Gibt aber kein Friendly Fire, hoffe ich. Nee, gibt's nicht. Was hast denn du eigentlich als zweite Waffe? Weißt du das, wenn du 2 drückst? Also rechts siehst du das eigentlich auch immer in der Leiste? Ich habe keine zweite Waffe. Oh. Moment, das gucke ich mal kurz. Hier ist übrigens die Ausrüstung, wo ich ja davor stehe, falls du die schon hast. Ich bin ja mit einem Controller, das heißt, du kannst mir gar nicht so viel helfen. Hast du hier Ausrüstung? So eine Kiste zum Interagieren mit Ausrüstung? Ja, da bin ich schon dran. Bei mir hat mein Zwerg hat einen Bogen. Ah da, Crossbow. Genau. Ja, genau. Nicht einen Bogen, sondern eine Armbrust. Ich aber noch wissen, wie ich das tausche, oder? Ach so, genau. Mit Y. Dann kannst du auch hier rumschießen und probieren. Und hier kann man auch dann deine Fernkampfsachen wieder auffüllen. Ich habe gerade schon bemerkt, wie mega cool ich das finde, dass ich als Zwerg tatsächlich so mini bin. Ja, hallo ja. Lumi, du bist echt groß. Moment, jetzt bin ich genauso groß wie du. Hallo! Yay! Sonst habe ich perfekte Aussicht nur auf deinen Schritt. Das ist irgendwie merkwürdig. Ja, ich habe einen Rock an. Und wir haben hier den netten, also in dem Setting geht es darum, dass die Rattenmenschen im Warhammer-Universum genannt die Skaven eine menschliche Stadt überfallen. Und wir sind in der Stadt, in einem Wirtshaus, das momentan noch sicher ist. Und der nette Gastwirt hier sagt uns immer, wo gerade was anliegt. Und hier liegt eine Karte, auf der wir uns das angucken könnten. Und dann sieht man auch die Missionen, die jeweils sozusagen zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, kannst du das, weil ich gerade ja Lobby-Host bin? Kannst du das überhaupt? Nee, ich kann gar nichts. Also ich kann da drauf gucken, da muss ich dir vielleicht dann doch mal das zuschicken. Und wir sind in Übersreik, heißt die Stadt. Übersreik, okay. Ich weiß es nicht. Ich melde einfach mal eine Runde an, auf einfach, die ich schon kenne. So, und dann spielen wir mal eine Runde, würde ich sagen. Juhu. So.
Searching for Players macht er jetzt. Wir können auch einfach auf Ready gehen, dann spielen wir, glaube ich, nur zu zweit mit Computerunterstützung. Das ja. müsste aber auf einfach auch noch okay sein, wenn du auf... Ich wollte gerade sagen, wenn du F2 drückst, aber du müsstest links oben sehen, was ready ist. Ja, LB eigentlich. Oh, und ich drück RB. Voll schlau. Oh, da joint sogar noch jemand. Ja. Du müsstest jetzt nämlich eine Tür aufgehen und hier noch einer joinen. Ha! Ist die Tür aufgegangen. Hallo! Können wir hier hochkommen? Ah, da kommt sogar noch jemand rein, oder? Nee, jetzt kann ich hier F3 starten. Yay! Ja, du hast mir eben schon erklärt, wir haben alle unsere eigenen Zimmerchen in der Taverne. Genau. Voll süß. The town is overrun by Skaven and everyone's asleep. Bloody catastrophe. Our alarm is the great big horn in Magnus Tower and you must go there and let the world know we're under attack. Check on the nearby guardhouse on your way and with any luck they can assist you. Das sieht man's nochmal. Wir sind in Ubers Reich. Mhm. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal, sozusagen jetzt gerade mitten in der Nacht, wo die Rattenmenschen angegriffen haben, wir müssen erstmal alle alarmieren, dass überhaupt was passiert ist. Das ist erstaunlich hübsch. Unser Ziel. Habe ich nicht mitgerechnet. Es ist die Source Engine, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ist hier der Experte. So, jetzt sind wir also zu dritt und haben einen Computermitspieler. Wir müssen vor allem eng zusammenbleiben, sonst überrennen die uns unter Umständen oder so. Das ist komisch, dass ich so klein bin. Ich will die ganze Zeit aufstehen. Kannst du springen? Ja. Achso, und du kannst ausweichen, indem du in Richtung drückst und Leertaste, also deinen Spring benutzt. Dann kannst du nach links oder rechts ausweichen. Das ist vielleicht noch wichtig. Genau. Ah ja. Und nach hinten geht auch, nach vorne geht nicht. Hier kommen halt schon die ersten Rattenmenschen. Die sind halt noch ganz nicht einfach. Denn? Ja, es gibt glaube ich, keinen Sprint. Zumindest habe ich keins gefunden bisher. Sie kommen von hinten. Wir müssen hier weiter hoch, eigentlich. Ich bin so klein, ich habe gar keine Übersicht. Gut, es gibt ja eh keinen Friendly Fire, sogar die eigentlich auch sinnlos durch die Gegend hauen. Du kannst einfach auf die Leute hauen, die sich dann immer nachbewegen. Komisch. Ha! Ich stehe auch an Rattenmenschen. Kann man die irgendwie looten? Nee, es gibt manchmal so Sachen aufzusammeln. Hier gibt es vielleicht eine Kiste, wo man was vielleicht rausnehmen kann. Nee. Wir haben auch eine Potion, die uns einen kurzzeitigen Buff gibt sozusagen. Und wir haben ein Heilkit. Es gibt noch mehr, die dann noch rumliegen. Oh, ups. Ich bin runtergefallen. Ja, wir müssen hier runter. Oh, das ist schlecht. Der hat jetzt Alarm geschlagen. Für die Ratten. Das kommen jetzt mehr. Ja, hier unter uns kommen gerade jede Menge. Yay! Da gibt es auch stärkere mit Rüstungen an. Also man hätte es auch ein bisschen stiller machen können. Wir müssen das so schnell wie möglich eigentlich töten und dann weiterkommen. Sehen wir wenigstens Level Up dafür, dass wir Gegner schlachten? Es gibt tatsächlich keine klassischen Level Ups. Es gibt nur Loot, das man bekommen kann in unterschiedlichen Seltenheitsgraden, was dann auch unterschiedliche Fähigkeiten hat. Der Hockpit. Und gegen die mit Rüstung muss man halt ein bisschen schwerere Waffen nehmen, so wie zum Beispiel den Plunderbuss, den der Ritter noch dabei hat. Schlachten! Also es ist halt noch die einfache Stufe. Wir spielen jetzt erstmal auch ganz einfach, weil es so ein bisschen der Ansatz ist, man kann dann später schwierigere Schwierigkeitsgrade machen, wenn man bessere Ausrüstung hat. Aber dann die gleichen Level quasi nochmal. Auf jeden Fall gibt es 5 Schwierigkeitsgrade. Ja, man schafft nicht von Anfang an das schwerste Level. Aber gibt es ja dann mehr Gegner, weniger Heilungssachen und so weiter. Und hier ist ein Spezial, ein Assassin, also Assassinenratte sozusagen gewesen. Die halt auf ist schon einen, tot? Ja, die ist auf einen von unseren Teamkameraden draufgesprungen. Der Ritter läuft da irgendwie ein bisschen einzeln rum. Ich glaube, der weiß selber nicht, wo er lang will. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
Ich auch nicht, aber das ist meistens so schlauchartig. Ich versuche immer der Masse hinterher zu laufen. Und irgendwie führst du die Masse tatsächlich an. Ja, wie gesagt, der eine ist ein computergesteuerter und wahrscheinlich folgt er einfach dem Host oder so, keine Ahnung. Und du folgst halt noch mir. Ja. Oh, ich bin. Der ist tot. Arnoldstraße. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der First-Person-Sicht ein bisschen überfordert. Ich habe das schon lange nicht mehr Fantasy in First-Person. Ja, jetzt stell dir nochmal vor, wir hätten noch eine Magierin dabei, die ständig Feuerbälle schmeißen würde. Oh, Moment mal, hier ist eine Kiste. Ist da was drin? Nix hilfreich. Hier ist Buch. Ich glaube, du bist im Nahkampf besser aufgehoben eigentlich. Oh, ich habe alle mit der Armbrust erwischt. Rüsten? Hier. Armbrust vor der Wind. So, hier geht's aber gar nicht weiter. Wir müssen hier die Straße runter. Also normalerweise kannst du nicht ewig weit abbiegen. Aber nicht tun. Ist mal. Und manchmal gibt es auch noch so Gegenstände. Genau sowas hier. Habe ich einen extra Würfel aufgesammelt. Weil man halt immer Sachen erkundet, die Level erkundet, kriegt man auch noch so extra Lootwürfel am Ende. Es wird nämlich ausgewürfelt, was man bekommt. Mhm. Und deswegen ist es dann hilfreich, solche Würfel zu haben, damit man dann mehr Loot bekommen kann. Stärkt. Ist hier oben noch irgendwas? Nee, hier ist nichts mehr. Um neue Gegner. Ja, also wenn wir zu langsam sind. Oh, da ist ein Gasrate, Achtung. Oh, die ist schon tot. Einfach ein bisschen zu einfach. Ja, es ist. Wir müssen noch nicht so sehr aufpassen, das stimmt. Aber das haben wir, glaube ich, auch mal einfacher gemacht. Früher war einfach wirklich. Muss man schon ein bisschen aufpassen. Weil ich darf ja gar nicht sagen, ich habe ja schon Schaden genommen. Ich ja auch. Ja, vielleicht kannst du es auch unbeschadet durchstehen, wenn ich gescheit genug anstelle. Oh, wo geht's denn hier hin? Ah, Ammo. Gut. Hier könntest du dich Item heilen. Ja, hier könnte man sich heilen, weil dort halt neue Heilsachen liegen. Halt mal wissen, wie ich das überhaupt annehme, wenn du... Du musst das auswählen, wie die Waffe. Durchwechseln und dann auf dich selber anwenden. Lange gedrückt halten. Und dann musst du wieder aufheben, sozusagen, das nächste. Ja. Weil du kannst in dem Slot immer nur ein Equipment-Teil sozusagen drin haben. Ding. Und hier gibt es übrigens neue Munition. Ja, gerade aufgefüllt. So, wir müssen jetzt hier rüber über die Barrikade. Wir müssen dort diese Barrel nehmen. Zeig's mir jetzt an. Ja, mir auch. Das ist unsere, sagen wir, einer muss das nehmen. Wir sollen ja irgendwas bringen, oder? Oh, wir müssen auf die andere Seite bringen, von dem Platz. Wir müssen sozusagen uns hier durchschnetzeln. Einer muss das Ding nehmen. Und die anderen müssen die eigentlich verteidigen. So ist die Idee. Sollten wir nur entscheiden, wer ist? Du hast es genommen? Ich hab's jetzt genommen. So, wir brauchen aber noch mehr. Wir brauchen noch zwei weitere. Ah, okay. Die spawnen aber immer am gleichen Punkt. Genau, und die Gegner kommen aber auch mal mehr. Da sind wieder Gegner. Au! Die kommen halt immer wieder. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ja, ja, ja. Ja, und es gibt auch Bomben. Ich meine, die zwar nur selten, aber gibt es ab und zu mal. Lauf, kleiner Zwerg mit dem großen Fass. Das Fass ist fast so groß wie du. Ja, ich mach das gut. Du musst einen Linksklick hinwerfen. Einfach werf ich's denn? Achso, mit Angreifen hinwerfen. Ah. Lauft! Ah. Bam! So. Umsatz gemacht. Ja, jetzt kommen wir da durch. Nimmt man sich hier eigentlich zurecht? Es gibt hier nicht mal eine Minikarte. Immer den Weg weiter, im Zweifel am Rand lang. Ich weiß es.
Nee, im Zweifel am Rand lang, immer der Cutter. So. Also die Cutter ist halt so schlauchförmig aufgebaut eigentlich, mit ein bisschen neben. Klar. Achtung, Hilfe, 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 Hilfe! Dankeschön. War das gerade so ein Assassine? Genau, kamen zwei gleichzeitig hier. Eine Rattling Gun! Vielleicht kannst du raten, was das wohl bringt. Eine Rattling Gun. Gerade nicht. Irgendjemand ist kurz vorm Sterben. Ja, unser Computer-Tybi. Aber den kann man wieder aufheben, theoretisch. Sollten wir vielleicht mal machen, ne? Ja, kannst du, genau. Kannst du helfen? Sehr gut. Soll ich den Medi, kann ich dir ein Medikit geben? Kann ich dich heilen? Nee, ich hab ihr gerade mal ein Medikit gegeben. Du kannst mich heilen mit dem Sekundärfeuer, ja. Aber nicht machen, nicht machen, nicht machen. Ich hab die ganze Zeit auf dein Leben geguckt. Alles gut, vielleicht habe ich mich gerade vertan. Die ganze Zeit auf dein Leben geguckt, nicht auf meins. Da oben hat noch jemand was markiert. Was Blaues. Ja, du warst kurz vorm Abnippeln, bedank dich mal. Ja, danke schön. Ja, hier. Wir sind da. Bin ich schon der Heiler-Zwerg spiel heute. Wie komme ich denn da hoch? Da oben steht auch jemand. Ja, aber du musst irgendwie von hier hinten, glaube ich, hier, genau, hinten müssen wir hochspringen. Der dritte Typ hier von uns, ne? Ja. Ich komme da bloß nicht hoch, ich bin zu doof dafür. Vielleicht sollten wir auch nicht gleich alle, ich bin auch viel zu klein, um da hochzukommen. Sieben Leute. Nee, ich glaube, du müsstest genauso weit springen können wie alle anderen. Komm aber nicht auf das erste. Du musst halt bis nur später abspringen. Ach, das ist jetzt ein Tome. Ah. Okay, warte, ich hab's gleich geschafft. Muss ich da überhaupt lang? So, damit kriegen wir nämlich noch mehr. Mit dem Kugelmark kriegen wir noch mehr Loot. Du hast jetzt schon geschafft, jetzt wo ich oben bin. Er hätte es auch selber aufnehmen können. Ich weiß nicht, warum er das nicht aufgenommen hat. Vielleicht kann man es nur zu zweit aufnehmen. Achso, jetzt haben wir nur noch halbe Lebensenergie. Das ist das Problem. Durch das, dass ich jetzt aufgenommen habe. Warum haben wir das dann genommen? Weil das uns mehr Loot bringt. Na toll. Du hast gesagt, es war zu einfach. Stimmt. Ich habe mich beschwert. So, wir müssen jetzt mal weiter hier. Na gut, dann wird es, wenn ich es kriegst, dann ist es ein bisschen Pfiff. Wir haben halt jetzt alle das, durch das, was ich aufgenommen habe, halbe Lebensenergie. Man kann es, glaube ich, sogar nochmal aufnehmen. Da hat man nur noch Viertel Lebensenergie. Und dann noch auf höheren Schwierigkeitsgraden. Nee. Also probieren Sie es erstmal so, danach kannst du es gerne nochmal aufnehmen. Aber gerade eben ist ja schon der erste verreckt und du warst auch nicht so weit davon entfernt. Oh, was ist jetzt hier? Hier gibt es nochmal Heilung. Heilung. Etwas. Sehr gut. Also das ist so ein Heilungstrank. Weiß nicht, wie viel der bringt. Ob der besser oder schlechter ist, unser Heilungspaket. Ich habe gar kein Heilungspaket mehr. Ja, das ist natürlich besser dann. So, Bomben. Die Bombe mitnehmen. Die ist nämlich ziemlich stark, wenn viele Gegner kommen. Und es gibt wieder neue Munition. Eine Munition? Ach, da. Ja. Dann müssen wir, glaube ich, oh, ich bin noch voll mit Munition. Da müssen wir durch die Häuser, glaube ich, durch jetzt hier. Bin ich doof? Ich hab's noch nicht gesehen. Noch Potion of Speed gibt's hier. Ja, wenn die halt trinkst, wirst du halt kurzzeitig schneller, aber du kannst halt auch nur eine Potion mitnehmen. Already equipped. Ich sollte vielleicht ab und an mal so Potions auch nehmen. Die nicht nur einsammeln. Ich habe jetzt halt keine Potion mehr, ich habe dafür das Tome. Können wir hier weitergehen? Au! Hilfe! Ja, du musst hochkommen mit. Ja, du bist gut, hier unten sind vier Affenmenschen-Viecher. Oh, okay, also hier hoch. Genau. Und dann, ja, das muss man finden, hier geht's durch. Tatsächlich, ja. Oh, noch ein Bonuswürfel. Ein Lootwürfel, ein extra. So.
That critter's fast. Oh, da ist er. Sehr schön. So, hier geht's weiter. Steht jedes Level aus durch die Gegend laufen, Ratten, Viecher, Schlachten? Was ich bis jetzt gespielt habe, ja. Aber es gibt halt auch noch sowas wie Rattenoger, das sind sozusagen, hast du Left 4 Dead mal gespielt? Rattenoger sind so riesige Viecher, wo du wirklich alle gleichzeitig bestimmt eine halbe Minute draufhauen müssen, damit das funktioniert. So, und es endet eigentlich immer mit so einem Finale, wo dann man irgendwas halten muss oder so, wo richtig viele Gegner kommen. Und man das soll, über die Dächer. Genau, wir müssen halt zu dem Turm da vor uns, den du gerade vor uns siehst. Das sieht aber auch schon dezent baufällig aus. Ich finde, unser Bogenschütze sieht so felsig aus. Ich will immer auf ihn einschlagen. Oh, von hinten kommen jetzt jede Menge. Und vorne aber auch. Ja, da hast du gerade dieses Aufheulen gehört, das soll sozusagen anzeigen, dass jetzt die Rattenmenschen uns angreifen in einem größeren Welle. Du solltest immer versuchen, auch mit deinem Angriff auf die Köpfe zu zielen, auch wenn das für dich ein bisschen schwieriger ist. Weil dann kannst du sie mit einem Schlag sozusagen kaputt machen. Was passiert, wenn man hier vom Dach fliegt? Ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Hier ist noch eine Bombe. Falls du die schon benutzt hast. Hm? Eventuell könnte das noch eine Bombe gewesen, falls du deinen schon benutzt hast. Nee, hab ich noch nicht. Wie gesagt, wenn viel kommt, einfach mal die Bombe reinwerfen. Wir sind fast da. Hier gibt's wieder Heilung ein bisschen. Also du könntest jetzt hier heilen, dann einen neuen Heilungstrank nehmen. Wo gibt's denn Heilung? Hier, in der Kiste. Ah, da, okay, warte. Nimm deinen Heilungstrank für dich selber und nimm dann den neuen Heilungstrank auf. Genau, oh. Sehr gut. Richtigen genommen? Ne, den anderen, den runden musst du nehmen. Genau. Genau. Danke. Es ist halt ein Koop-Spiel, deswegen mit Mitspielern ist das schon deutlich besser. Stimmt. Nee, die Tür geht nicht auf. Aber da ist ein Hebel. Ja, wir müssen hier hochfahren. Hier betätigen. Wir fahren jetzt nämlich den Turm hoch. Mhm. Und da kommen noch Ratten angerannt. Die erreichen uns nicht mehr. Weiß ich nicht, ich glaube, die können den Turm hochklettern. Huch. Na gut, Ratten haben natürlich andere Fähigkeiten als wir. Ist denn keiner eine Herausforderung in diesem... Hier ist nochmal Heilung. Sehr gut. Ich hab meinen Heiltrank noch. Ich werde mich wahrscheinlich mal heilen. Ja. Ist auch noch nicht vollständig geil. Ja, ist es denn so, dass wenn da vier Heiltränke drin sind, dass jeder einen zugeschrieben bekommt? Oder darf ich mich dann einfach fünfmal heilen und währenddessen die Flasche alle aufbrauchen? Naja, also theoretisch darfst du das auch alles für dich benutzen, aber es wäre natürlich dumm, weil im Zweifel schaffst du dann die Mission nicht. Du willst eigentlich, dass dann alle sozusagen möglichst viel überleben, weil dann gibt es mehr XP und Punkte. Und du wirst halt gleichzeitig, dass du möglichst viel Hilfe kriegst von den Mitspielern. Du bist übrigens ganz schön hinterher gerade. Ja, ja, ich wollte noch den Stärketrank mitnehmen, weil ich den gerade verwendet habe. Okay. Aber der wirkt auch nicht so lange. Nee. War eigentlich Blödsinn. Der wirkt irgendwie eine halbe Minute oder sowas. Sehe ich denn, ob er noch wirkt? An dem Effekt am Bildschirm. Normalerweise ist dein Bildschirm so in Licht getaucht, wenn er noch funktioniert. Dann ist er schon weg. Hier ist nichts. Platz da! Geschnetze! Hätte jetzt Rattengeschnetzel, das zum Abendessen. Definitiv. Ich habe schon Abendbrot gegessen, normalerweise. Hier gibt's Munition. Kannst du auch was einfrieren für morgen? Oh, das hat der Computer gut gemacht. Der hat einfach direkt in den Kopf geschossen und da war tot, der Assassine. Ja, siehst du mal. Auch die NPCs können was. Reach the top of the tower. Jetzt wird es nämlich lustig. Hier ist nämlich nochmal Heilung. Ne? Ich nehme jetzt mal den Trank, weil ich glaube, der Trank geht schneller und besser zu benutzen. Wir haben ja eh nicht so viel Lebensenergie. Wenn das andere mehr heilt, nützt mir das nichts. Must drop Grimoire. Nee, ich will nicht Grimoire droppen.
haben wir mal jede Menge Zeug. Jetzt noch eine Bombe. Ja, das brauchen wir gleich noch. Falls du noch eine brauchst. Die Mission kenne ich nämlich schon. Man muss nämlich in so ein schönes großes Horn pusten. Was könnte da nur schief gehen? Wir machen alle auf uns aufmerksam, würde ich mal behaupten, ne? Survive the Skaven Onslaught. Also den Ansturm des Skaven überleben. Jawohl. Ich vermute mal, der Typi, genau, der hat irgendwie eine Ahnung, warum man da hin soll, vermute ich mal, weil ich denke, hier hat man den Rücken frei. Komm mal zu euch. Okay. Ups. Was denn? Haust du deine eigenen Leute wieder drauf? Nein! Ist eine Bombe geworfen? Zu spät. Ich wollte eine werfen, hab stattdessen meinen Heiltrank genommen. Irgendwann hat ja aber eine Bombe geworfen. Das war ich dann danach. Ich hab danach erstmal alles verwendet, was ich hab. Alles verwendet, was du hast? Das ist vielleicht nicht so günstig. Das war auch nicht so geplant. Ich hab nicht realisiert, dass je nachdem, was für eine Reihenfolge ich die Sachen aufnehme, dass die auf einem anderen Slot landen. Nee, die landen immer auf dem Slot, der dafür vorgesehen ist. Egal, welche Reihenfolge du das aufnimmst. Dann habe ich den Slot verpeilt. Der erste Slot deine Hauptwaffe, der zweite deine Nebenwaffe, der dritte deine Heilung und der vierte dein Trank und der fünfte deine Bombe. Dann habe ich einfach verpeilt. Also zumindest habe ich nur 3 Slots. Ich habe 5. Die ich rechts sehe. Achso, wegen der Nebenwaffe. Ja, ja. Wow. Du kannst auch, wenn du wow, jetzt brennen wir ja selber. Das ist nicht so cool, glaube ich. Jetzt die Bombe hat Friendly Fire? Also für dich selber auf jeden Fall, würde ich behaupten. Du solltest nicht so weit wegwerfen. Okay, na dann vielleicht. Ich bin fast nicht angekratzt. Hey, ihr da. Nicht hier hochklettern, in unseren Rücken. Mal ein bisschen vor euch stellen. Ich hab mehr Leben. Oh, meine Muni ist alle für die Fernkampfwaffe. Oh shit, da ist ein Redlin Gunner. Der hat uns gerade schön festgenagelt. Ende. Ich werde wiederbelebt. Ja, ich habe dich erstmal auf dich eingeschlagen und dann habe ich dich wiederbelebt. Ich habe meine Lebensenergie direkt wieder aufgefüllt. Weil ich habe keinen Plan und bin trotzdem der schwebende Engel. Nee, wir sollten glaube ich hier unten bleiben. Bis auf den Redland Gunner war das eigentlich eine ganz gute Position. Ich bin Zwerg, ich muss mit mir getummeln. Tu das, aber eigentlich schreibt bloß der Computer, der hier durch die Gegend schnetzelt. Ich hoffe auch, wir haben es langsam. Krieg ändert sich zumindest. Wird so episch, ne? Klingt aber, als ob irgendwas Großes kommt. Ja, über uns kommt Haufen Zeug. Activate the lifting platform. Ja, dann sollten wir vielleicht dahin. Jo. Ah, das ist oben in der Mitte. Wir schnetzeln uns durch. Wow, hinter mir. Wieder runterkommen. Nee. Aber das ist bei unten? Ah, das ist unten. Du hast recht, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist unten. Das ist direkt unter uns, hier. Noch 8 und 1, 2 da unten. Ja. Computer, kommst du mit? Ach komm, einfach aktivieren, wir sind hier. Computer wird schon mitkommen. Ah, der wird drauf teleportiert, okay. Sehr gut. Yay. Der ist nur ein bisschen fast tot. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon vorbei ist. Wir müssen normalerweise noch entkommen. Oh. Habe ich das nicht erwähnt gehabt? Genau, wir müssen nämlich noch in den Wagen rein von unserem, sozusagen, die uns auch hergebracht hat. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt gemacht? Da. Wir haben die anderen Städte benachrichtigt, dass diese Skaven angreifen. Deswegen dieses große Horn. Das war Sinn und Zweck des Ganzen, okay. Hä? Wer ist denn hier jetzt? Irgendjemand ist tot, oder? Ja, aber der Computer ist, guck mal, wo der ist. Ich kann ihn nicht wiederbeleben. Komm bitte in den Wagen rein. Wir müssen das Ganze beenden hier einfach.
Dann muss man nämlich den Wagen schließen und dann ist vorbei. Yay! Hui. Victorious! Noch ein paar Achievements bekommen dafür. Ja, ich auch. 3 Stück sogar. 4. Ich nur 2. So, jetzt gibt's erstmal. Das haben wir auch schon mal gemacht, oder? Genau, ich habe das schon mal gemacht. Es gibt die Belohnung. Wir haben noch 2 extra Würfel bekommen. Und wir haben eigentlich auch noch das. So, es gibt halt Superwürfe sozusagen. Come to Ronald Bones. Genau, das wird jetzt erklärt. Ah ja, genau. Where you reap your rewards by rolling dice in honor of the trickster god. Und links siehst du. Links unten siehst du, welche Würfel du hast und welche Erfolgsraten es gibt. Und rechts, für jeden Erfolg, den du erzielst, ruckt dein Dingens eins nach oben. Aha. Okay, wir würfeln mal. Ganz ein guter alter Rollenspiel. Pen and Paper-Manier. Ich hatte jetzt 3. Yay! Ich hab Giftpfeile oder sowas. Ich hab eine Templer-Axt bekommen. Sieht das so aus? Wolfbow. Rorik Hackbane. Oho, guck mal! Ich bin Hero. Ich sehe das noch nicht. Nee, du bist Hero. Damage Take, nee, ich habe nur 106 Damage gekriegt. Du kannst unten durchwechseln, ne, die Kategorien. Das erste ist Headshots, dann Damage dealt, Ranged Kills, Clan Red, Slave Kills, Kills generell, Damage Taken. Der Damage Taken hast du am wenigsten. Das ist irgendwie als Zwergentank ein bisschen falsch. Ja, ich habe auch am wenigsten Leute umgebracht. Special Kills. Aber ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht immer so wirklich zurechtgefunden, wo ich überhaupt hin soll. Töten, was rumläuft. Achso, wir können ja noch abstimmen jetzt rechts, was wir als nächstes machen. Wir können mal zur Inn zurück, also sozusagen zu unserem Gasthaus zurück. Dann returnen wir mal, oder? Weil die Folge ist jetzt eigentlich auch schon am Ende und so. Ja, du kannst ja noch angucken, was du gerade bekommen hast, für welchen Helden das ist. Das würde ich vielleicht noch tun. Bogen gekriegt? Oder ja, was meinst du? Genau, du hast einen Bogen bekommen, der wird aber dein Zwerg wahrscheinlich nicht tragen können. Nee, das ist richtig. Da bin ich jetzt auch nicht von ausgegangen. Ich nehme mal an, der Bogenschütze, oder? Oder wie sehe ich das? Sehr wahrscheinlich, ja. Hero Selection mach. Genau, dann kannst du es auch wechseln. Oh, ich kann gar nicht Hexenjäger machen, weil du das schon bist. Genau. Soll ich mal wechseln? Ich habe aber eine Axt für den bekommen. Ich habe jetzt eine andere Primärwaffe für den. Ha, ich habe kein Schwert mehr. Ich habe jetzt hier so eine Axt. Eine dicke. Achso, ich sehe das jetzt in meinem Inventar. Genau, wenn du in dein Inventar gehst, kannst du wechseln. Charged Attack. Nee, also da kann ich jetzt auf jeden Fall nicht diesen Bogen anwählen. Du kannst dann oben die Klassen durchwechseln. Oben links über deinem Charakterbild kannst du die Klassen durchwechseln. Und dann kannst du auch die Slots durchwechseln. Und dann kannst du gucken. Da witzig, dass man für jede Klasse was finden kann. Du kannst für jede Klasse unzählige Sachen finden. Meistens gibt es auch mehr als eine Waffe, die in einen Slot passt. Wie zum Beispiel, jetzt habe ich ein Schwert als Hauptwaffe, ich habe jetzt eine Axt gefunden oder der Hexenjäger hat auch eine Armbrust in seiner als Fernkampfwaffe eigentlich und ich habe hier eine Pistole schon gefunden, die sogar so ein Burst-Fähigkeit hat, wo ich alle Läufe sozusagen gleichzeitig abschießen kann. Aber du musst jetzt erst The Forge war... Was war The Forge? The Forge ist die Schmiede. Schmiede, ne? Doch, Schmiede. Die Schmiede ist hier. Du musst erst zur Schmiede, um den Bogen freizuschalten. Nein, den Bogen kannst du benutzen, aber die Fähigkeit des Bogens. Die Fähigkeit. Okay. Krieg ich bei der Schmiede? Was ergibt denn das für einen Sinn? Du musst dir sozusagen die Fähigkeiten erst erschließen dir. Ah, ja. Dafür brauchst du auch normalerweise... Moment. Nein. Genau, dafür brauchst du auch, fällt mir nicht ein. Materialien. Genau. Und die kriegst du, indem du Sachen sozusagen zerlegst, die du nicht brauchst. So rum. Also das war blöd. Jetzt habe ich also einen Bogen, den ich nicht verwenden kann, weil ich nicht die Fähigkeit dafür habe. Verwenden schon, nur die Fähigkeit, die da dran steht, dieses kleine Markierung, die kannst du nicht benutzen. Ach so. Geht denn da? Also was unten drunter steht unter dem Ding. Da steht nichts unten drunter. Also ich habe zum Beispiel eine Axt, da steht Fähigkeit Scavenger und da steht direkt die Erklärung unten drunter unter Traits.
Ach so, du kannst die Waffe schon verwenden, aber der Trade ist halt gelockt. Ja, ja, ich dachte, du meinst, das steht direkt unter diesem Locked Wizard the Forge to unlock trades. Aber ja, nee, ich kann das Hawkeye nicht verwenden. Increase Zoom Distance. Du kannst halt nur normal zoomen sozusagen mit dem. Genau, müsste erst dieses Hawk. Ich kann ja mal kurz Hero Selection machen. So. Sie hat nämlich sozusagen so Dolche im Nahkampf. Schnelle Dolche. Und dann halt den Bogen. Der zoomt schon ziemlich stark von alleine. Und ziemlich genau. Aber wir machen an der Stelle jetzt mal Schluss. So. Jo. Erstes Video und so. Sagt mir mal, wie euch das Spiel gefallen hat. Es ist jetzt wieder ein besseres von dem Bundle. Hatte ich jetzt ein paar verschiedene und ich bin mit dem deutlich glücklicher als mit zwei anderen, die ich jetzt gespielt habe. Mal meine Meinung vorwegzunehmen. Ja, du magst es ja du hast es ja auch schon gespielt. Ja, ich mochte Left 4 Dead schon sehr und hier sozusagen noch den Fortschritt durch das Loot-System finde ich super. Super Ergänzung. Okay, dann bis nächstes Mal zum nächsten Angespielt. Macht's gut. Ciao. Tschüss.